In diesem Video möchte ich die Frage klären, was ist EDI? EDI lässt sich aus dem Englischen ableiten und heißt Electronic Data Interchange. Das heißt im Prinzip elektronischer Datenaustausch. Starten wir einmal damit, dass Lieferanten zunächst Daten an ihre Kunden bereitstellen müssen. Im nächsten Schritt nehmen dann die Kunden die entsprechenden Kalkulationen vor und tätigen Bestellungen an den Lieferanten. Im nächsten Schritt passiert dann einmal der Warenausgang von Seiten des Lieferanten an den Kunden, der bestellt hat. Dafür wird auch entsprechend ein Lieferschein benötigt und es wird natürlich auch in diesem Schritt oder im Nachgang eine Rechnung erstellt, die auch entsprechend an den Kunden gehen muss. Der Kunde erhält die Ware, die Rechnung und den Lieferschein und stellt eventuell fest, dass eine Fehlbestellung vorlag oder eine Reklamation getätigt werden muss. Das heißt, es passiert wieder eine Kommunikation zwischen Kunde und Lieferant zu einer neuen Bestellung oder zu einer Reklamation oder ähnlichem. Dazu muss natürlich auch wieder die Rechnung angepasst werden, die dann korrigiert an den Kunden gehen muss. Und so ist der tägliche Prozess dieser Datenaustausch zwischen Lieferant und Kunde über die Warenlieferungen hinaus. In dieser Ausgangssituation lassen sich dann einige Problemstellungen aufgreifen. Zum einen ist es der Zeitaufwand, der hier vorliegt. Es werden aufwendige Wege über Mail, Fax und Telefon genutzt. Diese sind natürlich auch sehr zeitaufwendig, sodass der Support auf beiden Seiten immer wieder anfällt. Natürlich sind auch solche Rechnungen oder Lieferscheine fehleranfällig. Und das passiert nicht nur bei der Erstellung, sondern auch bei der Übertragung dieser Dokumente. Die gleiche Fehleranfälligkeit gibt es natürlich auch bei Bestellungen. Das heißt, dass zum Beispiel Fehlbestellungen getätigt werden, die werden dann weitergeleitet, schon bearbeitet, sollten zum Beispiel noch gar nicht rausgehen, diese Bestellungen. Und so gibt es auch hier immer wieder Fehleranfälligkeiten oder Prozesse, die ab und zu Fehlern führen können. An der Stelle kann es auch sehr einfach vorkommen, dass die Übersichtlichkeit nicht mehr gegeben ist, dass vielleicht nicht mehr ganz genau gesagt werden kann, ist denn die Ware jetzt schon auf dem Weg? Wie ist der Status des Warenausgangs? Ist der Lieferschein bereits erstellt worden? Ist die Rechnung rausgegangen? Ist die Rechnung beglichen? Und so weiter. Vor allem, wenn es dann Reklamationen gibt, wenn es Fehlbestellungen gibt und Korrekturen, dann verliert man hier ganz schnell die Übersichtlichkeit. Dadurch ist es natürlich auch wieder schwer, den Status nachzuverfolgen, wie gerade in diesen Beispielen schon einmal aufgeführt. Als Lösung möchten wir einmal EDI vorstellen. EDI ist ein computergeschütztes Verfahren zur automatisierten Übertragung von Geschäftsinformationen, sowas wie Dokumenten, das heißt Bestellungen, Rechnungen, Versandinformationen bzw. grundsätzlichen Nachrichten zwischen Unternehmen. Über EDI kann die einheitliche Kommunikation über ein standardisiertes elektronisches Format sichergestellt werden. Im Prinzip kann EDI auch in die ERP und in die Buchhaltungssysteme integriert werden, sodass Prozesse automatisiert werden können. Dadurch können Sie natürlich auch Kosten einsparen, weil die manuellen Eingabe- und Verarbeitungsprozesse reduziert werden können. So kann zum Beispiel eine Bestellung ausgelöst werden, wenn der Lagerbestand ein festgelegtes Minimum erreicht. So müssen nicht immer diese Aufwände manuell getätigt werden und der Austausch dieser Dokumente, die bei einer Bestellung anfallen, die passieren standardisiert über EDI zwischen den Handelspartnern. Das Ziel von EDI ist es, den Austausch von Geschäftsdokumenten wie Bestellungen, Rechnungen, Lieferavisen und so weiter zwischen Handelspartnern zu automatisieren und zu standardisieren, wie gerade schon gezeigt. Dadurch wird dann die manuelle Bearbeitung von Papierdokumenten reduziert, die Effizienz wird erhöht, die Fehlerquote wird minimiert und die Geschäftsabläufe werden beschleunigt. EDI kann auch dazu beitragen, Kosten zu senken, indem manuelle Eingabe- und Verarbeitungsprozesse reduziert werden. EDI wird von Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen eingesetzt, um Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und den Wettbewerbsvorteil zu erhöhen. Das heißt, im Endeffekt gibt es eine einheitliche Kommunikation, die genauer, übersichtlicher ist und auch schneller läuft. Die Dokumente können schneller empfangen und versendet werden und man kann natürlich auch schneller auf gegebene Situationen reagieren und den Status gleichzeitig überwachen. EDI bezieht sich auf den Austausch von Geschäftsdokumenten in einem standardisierten elektronischen Format zwischen Unternehmen, die eine Geschäftsbeziehung miteinander haben. Durch EDI gibt es dann nicht mehr den Prozess, dass alle Dokumente per E-Mail, Telefon oder auch andere Übertragungswege weitergeleitet werden müssen, sondern das läuft dann alles als einheitliche
einheitlicher Datenaustausch über die EDI-Schnittstelle, die zwischen Lieferant und Kunde eingebunden werden kann, sodass die Prozesse einfach besser laufen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.